Muss ich jetzt, das habe ich das letzte Mal schon gefragt, muss ich jetzt wieder mit Come On einsteigen? Wenn du willst, ja, ich fände es schön. Okay, also Come On! Teil 2 zum Start in eine neue Sensationswoche auf High Five. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage, beziehungsweise, wenn ihr mir gestattet, mit der übernächsten. Die passt nämlich ganz gut zu unserem ersten Come On-Teil. Die kommt von Philipp Schwarz und der möchte wissen, Frage für Come On, was ist euer liebstes SNES-Spiel? Tja. Bui. Super Nintendo, eine beeindruckende Konsole. Ja, die beste Konsole. Da kann man eigentlich auch nur was Falsches sagen, weil es so viele geile Spiele gibt. Kann ja jeder mal was sagen, es wird sich jetzt aufbauschen wahrscheinlich. Also ich mochte und mag halt nach wie vor gern, großes Wunder, diese ganzen JRPGs. Also Secret of Mana, Lufia, Terranigma, Illusion of Time, Secret of Evermore, Mystic Quest, so den ganzen Kram. Und natürlich A Link to the Past, Starwing, Mario Kart, Mario World, Earthworm Jim, Super Golden Ghost. Eins, nicht alle. Nee. Ja, sorry. Super Nintendo war der Wahnsinn. Ja. Ich hatte keins. Was? Wie? Das ist raus. Du hast kein Lieblingsspiel oder kein Super Nintendo? Ich war ein PC-Kind. Aber ein Spätzl hatte eins. Na toll. Hast den hast du mir aber hoffentlich geklaut. Den Spätzl, oder? Den Spätzl, erst den Spätzl und dann sein Super Nintendo. Wir haben uns das SNES dann immer in der Videothek ausgeliehen. Das war so ein geiler Metallkoffer. Da war das SNES drin, in dieser Schaumgeschichte, damit es auch total sicher drin ist. Und dann halt die Spiele dazu. Street Fighter 2, Mario Kart, Donkey Kong Country. Jo, das wäre es eigentlich auch. Die drei. Ich hätte jetzt noch Yoshi's Island gesagt. Das war mein erstes Spiel, das habe ich zur Konsole dazu bekommen. Ja. Und das war einfach der Hammer. Das ist Wahnsinn, immer noch eins der besten Jump'n'Runs ever. Ja. Total geil. Und bevor ich den Super Nintendo hatte, hatte ein Kumpel den und wir haben immer Super Soccer gespielt. Glaube ich, das ist eines der simpelsten Fußballspiele aller Zeiten. aber damals war es halt fotorealistisch. Das war gut. Ja. Also Yoshi's Island würde ich immer sagen. Immer wenn Super Nintendo fällt, das Wort sofort Yoshi's Island. Habt ihr denn SNES gesagt als Kind? Oder nee, SNES oder Super Nintendo? Super Nintendo. Super Metroid, Demon's Quest, also dieses Gargoyle's Quest Teil 3. Turtles in Time. Oh, sehr gut. Aladdin. Ja, aber da war ich immer ein bisschen neidisch auf die geschmeidigeren Animationen des Mega Drive. Ich hatte einen Schulfreund, der hat das jede Woche einmal durchgespielt. Ich habe das auch wahnsinnig oft durchgespielt. Schaffen wir auch in 20 Minuten oder so. Total geil. Die geschmeidigeren Animationen des Mega Drive. Die hatten tatsächlich, das hatte der Mega Drive damals nicht, die hatten ein eigenes Entwicklerstudio und ganz andere Level. Und Disney hat da mitgearbeitet bei den Animationen im Gegensatz zum Super Nintendo. Du warst so ein Mega Drive-Kind, oder? Nee, überhaupt nicht. Steiger dich da aber nicht wieder so rein, Flo. Nino. Ich habe ein Super Nintendo gehabt. Du nennst mir nur einmal Mega Drive, Kind kleiner. Und dann. Ich hab Ärger gemacht. Der geht mir jetzt dann. Der trappt mir durch. Da gibt es ja noch ein paar. Super Mario World haben wir ja schon, hast du schon gesagt. Street Fighter hast du schon gesagt. Contra, also Protector, Super Protector fand ich fantastisch. F-Zero. Habe ich nie gehabt. Ja. Bitte. F-Zero Super. Fand ich schon gut, aber habe ich nie. Gab es da einen Namen? Mario ist Gold. Was gab's? Gab es da mal einen Nachfolger? Ja, natürlich. Zweier, oder? GameCube mehr aber auch zum nicht Beispiel. Mehr, auf Game Boy Advance gab es auch einen. Auf dem N64, F-Zero X. Aber seitdem liegt es brach, oder? So ja, es gab halt eine Strecke bei Mario Kart jetzt. Da habe ich so ein bisschen geweint, weil das so schön ist. Ja. Und weil ich gerne einen F-Zero hätte wieder. Obwohl ich das als Nicht-Fußball-Fan eigentlich gar nicht sagen sollte, ist International Superstar Soccer von Konami. Deluxe. Das war, ja. Deluxe, bitte. Ja. Weil das ist nämlich besser. Super. Das ist das erste. Noch ist auch Deluxe. Deluxe. International Superstar Soccer. Deluxe. Und dann kommt dann dieser goldene Fußball reingeflogen. Spitzenklasse. Ja, das ist super gut. Die ganzen Beat'em-ups. Ja, aber auch die anderen Sportspiele waren aber auch toll. NBA HMT und sowas. Ja, als der Ball anfing zu brennen und sowas. Boah, from downtown. Super. Oh Gott, NBA Jam. Da war Schürrle noch gar nicht geboren, oder? Damals. Was? Als International Superstar Soccer Deluxe rauskam, war Schürrle noch nicht mal geboren. André Schürrle. Und jetzt ist der 30 Millionen wert. Der geht ja zu Wolfsburg. Ihr mit eurem Fußball. Das siehst du mal. Ja, Super Soccer war der ja noch nicht drin. Ja. Also Super Nintendo, ich mochte ja sogar Mario Paint. Ja, das wäre auch fantastisch. Mit der Maus. Super. Oder Battletoads. Ja. Oh, Battletoads, aber so schwer. Also gab es sensationell. Ja, Donkey Kong Country. Ja. Donkey Kong Country. Ja. Bomberman. Ja. Bomberman auch. Ja. Spitze. Haben wir jetzt alle durch eigentlich fast? Nee, ach Gott, wir haben 100.000. Fast alles, fehlen noch zwei. Sunset Rider? Wie hieß dieses Mickey Magical Dingsbums? Castle of Illusion. Castle of Illusion, genau. Gab es das für SNES? Nee, warte mal, das war der Master System. Nee, falsch. Aber ich weiß, was das war Mega Drive, oder? Mickey's. Wie hieß denn das? Castle of Illusion. Nee, das meine ich aber, glaube ich. Wo Mickey den Hut auf hat, den Zauberlehrling-Hut. Ja. Das ist was anderes, oder? Nee, das ist was anderes. Es gab ein Remake kürzlich. Es steht jetzt schon in den Kommentaren wahrscheinlich. Ja. Mit dem Vermerk, ihr Kacknoobs. Das war doch. Auf jeden Fall war es toll. Kennt jemand noch Sunset Riders? Nee. Das ist auch so.
Side-Scrolling mit den Cowboys auch von Konami. Hat keiner gespielt, Flo. Die Cowboys. Das ist gut, mit den Cowboys. Ja, ist wirklich geil. Im Super Nintendo war im Zweifel alles gut. Das ist halt so ein kleinerer Titel, der jetzt immer in irgendwelchen Videos auf YouTube erscheint, so die vergessenen Klassiker und so. Und damals war man doch auch immer in einem Lager, oder? Also entweder Sega oder Nintendo. Ja. Da war man noch nicht so, ja, wir haben alle Konsolen, sondern... Genau. Ja gut, wir sind jetzt die alle Konsolen haben. Es gibt immer noch Lager, Tobi. Ja, klar. Aber doch, also meine große Sega-Zeit war, also Game Gear mochte ich sehr gern, aber war eigentlich nur Dreamcast und alles andere Sega-mäßig habe ich so richtig erst viel später nachgeholt. Also so viele Saturn-Klassiker, viele so Vertical-Shooter und so weiter und so fort. Ich muss aber noch kurz zwei Super-Nintendo-Titel nennen, weil sonst werde ich getötet wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich wird sogar getötet. Ja. Und zwar natürlich Final Fantasy VI, beziehungsweise Final Fantasy III, und Chrono Trigger. Oh ja. Zwei sensationelle. Earthbound? Auch toll. Ich nie gespielt. Es gibt so viel. Ja, also wir könnten hier ewig sitzen, glaube ich. Das machen wir jetzt auch. Also auch da gerne eure Lieblings Super Nintendo Spiele mal in die Kommentare. So, jetzt kommen wir eigentlich zur zweiten Frage. Ich wollte jetzt nur die Essensfrage vorwegnehmen, die hat so toll zu der HD-Remake-Geschichte gepasst. Niklas Kelm schrieb, schauen, dass genug Fragen da sind, in Anführungsstrichen. Wenn es darum geht, könnt ihr wahrscheinlich 30 Parts pro Woche machen. Das wäre eine Kleinigkeit für die Community. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere engagierte Community, die tatsächlich nicht müde wird, hier jede Woche eifrig zu kommentieren und Fragen zu stellen. Die Frage von Niklas Kelm lautet, was wird eurer Ansicht nach der nächste Hype nach dem Zombie-Monster-Survival-Ding à la DayZ, H1Z1, The Forest und so weiter, alles rund ums All, wie No Man's Sky oder Star Citizen oder doch was ganz anderes. Also, was wird der nächste große Hype? Alles nach dem Zombie-Hype? Ich glaube, das Weltraum-Ding wird es nicht, weil uns die ganzen Weltraumspiele, die da jetzt kommen, alle enttäuschen werden. Alle? Glaube ich. Gewagte These. Prognose. Außer das neue Star Fox natürlich. Das natürlich, das ist wahr. Ja. Das beste Spiel aller Zeiten. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig das Weltraumspiel. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, das ein ist Fuchs, ja mehr ein Vogel, so ein Frosch und ein Hase fliegen in Kampfflugzeugen durch den Weltraum. Ja, okay. Ja, überzeugt. Aber am besten mit Geschichte und mit Missionen und so. Und das ist ja das, was die anderen wahrscheinlich nicht so bieten werden. Ja, ist richtig. Da werden viele Leute, wie jetzt bei Elite, auch schon in ihr Raumschiff steigen und ins Weltall fliegen und sich dann denken, was mache ich hier eigentlich? Ja. Nichts. No Man's Sky wird auch wahrscheinlich... Genau. Doch, ich glaube, das wird schon cool. Bunt, aber leer. Aber kein Hype. Nee. So ja, aber wenn es Weltraum cool nicht wird, also All, das All-Setting, was wird es denn dann? So grundsätzlich das Setting oder irgendwie... Also ich glaube, von der Spielweise ist es alles, was mit Open World und machen irgendwas Eigenes zu tun hat, wird noch länger Hype bleiben in irgendeiner Form halt. Also ich glaube, das ist immer so fast die Grundvoraussetzung, weil gerade auch in Verbindung mit YouTube und Let's Playern und so, du hast dann so viel Zeug, dass du damit machen kannst. Hier Minecraft oder so, das geht halt immer und das wird auch noch lang gehen, ja, denke ich. Glaubst du? Ich glaube schon. Also zumindest durch die ganzen Mods, die dir danach liefern und so. Die haben ja mittlerweile so viele Sachen, dass du Ziele im Spiel hast, also noch viel mehr und die verschiedensten Sachen. Ich bin jetzt nicht der Minecraft-Experte, deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein, aber das geht halt. Das geht, weil du halt einfach deine eigene Story erschaffst dadurch und durch die Mods halt wieder ganz neue Sachen. Da gibt es auch dieses, dann hast du irgendwie Wettrennen, da haben sie irgendwas gebaut und da musst du da und da hinspringen und musst sie da abseilen und keine Ahnung. Aber das ist halt so vielfältig, gerade dann am PC mit den ganzen Mods. Aber Weltraum nicht. Dschungel vielleicht. Western wäre toll. Western wäre super. Was ist denn mit Red Dead Redemption 2 jetzt endlich? Tobi. Wann kommt's denn? Du hast doch Ich habe ja vorhin oben schon vermutet, dass am 23. März, wenn die PC-Version von GTA 5 erscheint, dass dann gleichzeitig Red Dead Redemption 2 exklusiv für die Konsolen angekündigt wird. Ja, das wäre natürlich der Knaller. So. Hier PC-Spieler, seit anderthalb Jahren dürfen die Konsolenspieler jetzt schon euer Spiel spielen, was ihr jetzt bekommt. Ja. Und die kriegen jetzt Red Dead Redemption 2. Das wäre natürlich der Knaller. Aber ich befürchte, es wird nie passieren. Na, ich glaube schon, dass das kommt. Wirklich? Red Dead 2, das ist doch schon so gut wie sicher. Ich glaube auch, dass da fleißig dran entwickelt wird. Hat sogar der Take-Two-Chef hat schon gesagt, dass sie Red Dead als verfolgenswerte Marke sehen. Also, dass es eine Marke ist, die auf Jahre ausgelegt ist. Und so. Also, da kommt schon noch was. Ja, ich bin mir auch sicher, dass das schon bestimmt seit 2 Jahren in der Entwicklung ist. Das denke ich nämlich auch. Aber damals hat es halt auch keinen Hype verursacht. Es war halt Red Dead und dann. Wie waren da eigentlich die Verkaufszahlen? Also auch fantastisch. Sehr gut. Ja, schon. Ist ja auch ein Wahnsinnsspiel. Kommt das noch für den PC, der Einser? Ich glaube nicht. Das wäre zum Beispiel so ein Kandidat für einen HD-Remaster. Ja, also sofort. Will ich sofort kaufen. Ja. Du?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Du bist da nicht so der Fan, oder? Doch, also ich habe das wahnsinnig gern gespielt, weil das Ding hat halt alles richtig gemacht. Und für mich als großen Western-Fan war das wirklich eine große Freude. Aber ähnlich wie bei The Last of Us ist das für mich so ein Spiel gewesen, das spiele ich einmal durch und verbringe da ganz viel Zeit damit und mache alles, was man halt irgendwie machen kann. Und dann ist aber auch gut. Ja. Und dann brauche ich es, glaube ich, nicht nochmal spielen. Ja. Dann ist, weil ich glaube, dass es mich nicht nochmal so faszinieren würde wie beim ersten Mal. Das ist halt so eine einmalige Erfahrung. Wie es halt ganz wenige Spiele schaffen. Aber was wird jetzt der Trend? Der Trend. Man weiß es nicht. Piraten vielleicht. Dschungel, Abenteuer, so Uncharted-mäßig irgendwas. Keine Ahnung. Uncharted wird. Muss es denn ein Szenario sein oder ist es eher ein Spielsystem? Also, nee, ich glaube, es geht einfach mehr um so ein Dachthema, wie halt jetzt Zombies, Weltraum, Dinosaurier. Oh ja, Dinosaurier. Weltraum-Dinosaurier, vielleicht ist es das. Weltraum gab es ja schon mit Dino Crisis 3. Es kommt auch jetzt der neue Teil von Iron Sky. Ja. Weltraum-Nazi-Dinosaurier. Ja, stimmt, da sind sogar Dinosaurier. Da sitzt doch dann so ein Hitler-Verschnitt auf so einem T-Rex. Ist so dumm. Unglaublich dumm, das Video. Der Trailer hat auch unglaublich schlechte Bewertungen, aber wurde wahnsinnig oft abgerufen. Ich glaube, über 30 Millionen Mal, wenn ich mich nicht täusche. Dinosaurier könnte tatsächlich aber sein. Weil, wegen Jurassic Park. Jetzt nach etlichen Jahren endlich wieder. Ja. Jetzt auch Lego-Spiele angekündigt übrigens. Fantastisch. Mein Game of the Year wahrscheinlich jetzt schon. Was? Alle vier Stories von allen Jurassic Park-Filmen in einem Lego-Spiel. Ja, das ist der Hammer. Wie geil ist das denn bitte? Ja, das wird der Wahnsinn. Und Flo und ich spielen es durch, live, alle vier hintereinander. Ja, und lassen parallel die Filme laufen. Und lassen parallel die Filme laufen, ja. Das wird der absolute Wahnsinn. Danach gehen wir mal in Urlaub. Wäre ich dabei. Ja, bist du dabei, Tobi? Wäre ich total dabei, ja. Ja. Sehr gut. Bist du auch dabei, hast du Schiss, Daniel? Was, vor Dinosauriern? Jawohl, Daniel ist dabei. Nein, bei unserem Mammut Jurassic Park Lego Projekt. Vier Spieler Co-op Jurassic Park. Ja. Alle vier Filme am Stück. Das wäre schon geil. Non-stop. Ja. Bin ich dabei. Ja. Geil. Unbedingt. Sehr gut, ausmacht. Da fragt ihr mich noch. Geil. Na, das wird ziemlich super. Ja, Jurassic Park, ich freue mich ja riesig drauf. Ja. Das neue Far Cry wird spekuliert, dass das mit Dinosauriern sein wird, was sich ja super anbietet. Ja. Tropeninsel, Dinos, freie Welt und so. Es gab doch neulich auch mal irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, ich glaube zur E3 tauchten noch irgendwelche Artworks auf, total geile Artworks auch mit Dinosauriern und bla und blub. Was war das denn nochmal? Habt ihr das noch auf dem Schirm? Ich kann es jetzt gar nicht mehr zuordnen. Ich weiß nur noch geile Warte mal. Turok. Das neue Spiel von Michel Ancel. Ja, genau. Wie heißt das? Wild. Ja. Ich weiß nicht, ist das mit Dinosauriern auch oder ist das mehr so Mammut? Urzeit. Ja. Waren es gar keine Dinosaurier? Weiß ich nicht, aber es ist so, also auch Open World und so Steinzeitmenschen, die dann Survival, bla bla bla. Das ist auch eine mega geile Tiere, Idee. Pflanzen. Ja. Vielleicht Dinosaurier. Ja. Wäre auf jeden Fall super. Wäre viel besser mit Dinosauriern. Ja. Alles auch ist noch besser mit Dinosauriern. Dinosaurier, Marines, Ninjas. Ninjas, Nazi-Zombies und Solid Snake. Und Ninja-Dinosaurier. Ja, Ninja-Dinosaurier. Ninja-Nazi-Dinosaurier. Cowboy-Dinosaurier. Was? Cowboy-Dinosaurier. Das ist der neue Trend. Super, der T-Rex kann auch nie ziehen. Ja. Verliert jedes Duell. Ja. Spitze. Gut, sind wir gespannt. Wir freuen uns drauf auf den nächsten Hype. Nächste Frage kommt von Torben Ted Buckenmeier. Torben. Ich besitze Hallo, was war? Ich finde Torben einen sehr interessanten Vornamen. Einen interessanten Vornamen. Torben, das hat sowas, weiß ich nicht. Hat nicht was jeder. Wildes. Das hat sowas Bewegendes. Was Wildes. Torben, wo kommt denn das her? Ist das ein deutscher Name oder ist das eher sowas? Das war nordisch. Nordisch. Ja, hätte ich auch vermutet. Nicht bayerisch. Na? Nee, bayerisch ist es nicht. Ich besitze eine PS4, aber da ich unbedingt mal Halo spielen möchte und jeder meiner Freunde eine PlayStation 4 hat oder Wii U, möchte ich mir vielleicht eine zulegen. Nun zu meiner Frage, würdet ihr eine Konsole kaufen nur wegen einem oder zwei, drei Exklusivtiteln? Grüße nach München aus dem schönen Schwaben, da haben wir es doch, Torben. Ja, okay, Torben. Ich Grüße dachte, zurück. Ich dachte, da kommt, würdet ihr mir eine PS4 schicken. Ein Schwabel endlich. Mal überlegen. Also er will sich jetzt eventuell eine Xbox kaufen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wahrscheinlich, ja. Weil da oder gibt es Halo inzwischen auch für die Wii U viel, die Namen. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, ist aber egal. Aber generell würden also generell wir uns halt für wegen ein paar Exklusivtitel eine Konsole zulegen, war die Frage, ne? Ich besitze eine PS4. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls geht es darum, ob. Also, er will sich aller Wahrscheinlichkeit nach halt irgendwie eine Microsoft-Konsole zulegen, ja, um Halo spielen zu können und möchte von uns wissen, ob wir uns nur wegen ein, zwei oder drei Exklusivtiteln auch die entsprechende Konsole zulegen würden. Ich habe ja schon mal eine Konsole wegen dem Spiel gekauft.
die PS2 Slim damals wegen GTA San Andreas. Ah ja, und ich habe mir die Xbox 360 damals wegen Blue Dragon gekauft. War es das wert? Ja. Okay. Hallo, Uematsu-Musik, Sakaguchi-Spiel, Art-Design von Toriyama-san. Besser geht's nicht, das war für mich damals der absolute Oberknaller. Na dann. Stehe ich auch immer noch dazu, Blue Dragon war ein tolles JRPG. Aber meistens ist es doch eh so, dass du dir eine Konsole wegen einem Spiel kaufst und dann halt entdeckst, ah ja, da gibt's ja noch XYZ und die dann halt auch spielst. Deswegen weiß ich nicht. Ich habe mir die erste Xbox damals auch wegen Halo gekauft. Mhm. Aber dann gab es halt noch zig andere Titel, die ich dann natürlich auch gespielt habe. Gut, klar, wenn man das Ding dann schon zu Hause stehen hat. Und es ist halt auch immer die Frage, ob der Freundeskreis halt die gleiche Konsole hat. Gerade bei Halo bietet es sich halt an, dann Multiplayer natürlich zu spielen. Weil nur alleine ist bei Halo dann auf Dauer auch ein bisschen blöd, ja, finde ich. Ja. Also wenn die Freunde da auch eine Xbox haben und mit dem spielen könnten, warum langt nicht? Langt es ja auch. Ja. Ich habe mir zum Beispiel hier aus der Redaktion mal die PlayStation Vita mitgenommen. Die würde ich mir auch nicht kaufen. Das würde sich einfach nicht rentieren für mich, weil wenn Handheld, dann spiele ich super gerne mit meinem 3DS oder jetzt dann mit dem New 3DS. Aber ich wollte unbedingt Persona 4, The Golden, spielen. Aber dafür würde ich mir jetzt keine Konsole kaufen. Und bei der 360 war es tatsächlich so, die wollte ich dann irgendwie auch haben mit Blue Dragon Faceplate und allem drum und dran und hier. Und ich habe mal den 3DS wegen dem Zelda gekauft, dem letzten. Also nicht wirklich wegen, aber ich wollte eher einen haben. Ja, ich warte mal kurz. Link Between Worlds. Ja. Oh ja. Ein Sensationsspiel. Ja. Ja, super Spiel, aber ich hätte doch noch warten sollen auf den New 3DS, weil ich habe es dann einmal gespielt und seitdem staubt er so vor sich hin. Weil irgendwie. Gut, aber das. Aber glaubst du, dass das mit dem neuen anders werden würde? Ich glaube schon, weil der neue ist eigentlich, also als ich mir den letztes Jahr gekauft habe, das war der XL, bei mir war der alte immer ein bisschen zu kantig und zu dick und so. Ne? Dann dachte ich so, ja, jetzt dauert schon so lang und Nintendo hat keinen flachen, schönen angekündigt, wie damals den DS Lite. Jetzt nimmst du den und da kommt bestimmt eh nichts mehr erstmal. So, und dann haben sie ungefähr 2 Monate später den New 3DS angekündigt. Ja. Also wer meinen alten 3DS XL fast unbenutzt haben will, der kann sich gerne bei mir melden. Ich linke mich mit ein, mir ging es genauso. Also auch für mich. Machst du meinen haben vielleicht, dann hast du 2. Ja. Oh. Nein, Moment, das ist nicht gut. Die signieren die auch. Du bist ein Star, Mann. Okay, wir den nachher. Okay. Ich habe mir die PS2 nur für SingStar gekauft. So bin ich. Hab dann auch 150 Euro für Songs ausgegeben. Im Ernst jetzt? Ja. SingStar? Ja, und ich bin totaler SingStar-Fan. Und dann auch nur SingStar gespielt tatsächlich. Rockband. Auf der PS2, ja. Die war nur für SingStar da und die PS3 habe ich mir... Die PlayStation 2 war nur für SingStar da? Geht's noch, Heider? Ja. Auf der PlayStation 2 gab es so tolle Spiele und du spielst darauf nur SingStar? Nimm mir doch nur eins. Shadow of the Colossus. Ja, okay. Aber ich habe mir die PS3, dann wegen der Exklusivtitel Shadow of the Colossus HD gekauft. Ohne Scheiß. Metal Gear Solid, Uncharted. Und SingStar. Und SingStar. Und tatsächlich habe ich dann SingStar erweitert auf der PS3 und habe wieder 150 Euro. Singst du alleine daheim SingStar? Also spielst du das? Man kann es nicht singen nennen, aber. Nein, halt mit Freunden manchmal. Nicht oft, aber manchmal. Und ich mag es sehr gerne, immer. Das ist quasi die Partykonsole. Bei dir? Ja. Also, ja. Nee, neulich war der Jimmy mal bei mir und dann habe ich gesagt, ja, wollen wir mal meine Mikrofone testen. Ich habe die neu gekauft, weil das andere kaputt war. Und dann haben wir 3 Stunden SingStar zu zweit gesungen und das war ein bisschen peinlich. Aber weil es Spaß gemacht hat? Öffentlich aber auch schon gemacht. Weil ihr nackt wart. Was war das? Ihr habt es öffentlich auch schon gemacht. Das war nicht Geburtstagsfeier hier beim Karaoke, da wart ihr nicht mal auf der Bühne und habt da jeglichen Softrock, der in den letzten 40 Jahren geschrieben wurde, und beinahe hättet ihr geknutscht. Ja, aber wir haben es nicht und wir haben teilweise toll gesungen. Wunderbar war es. Ja, danke. Gut, eine Frage noch, würde ich sagen. Oder Marie, was sagt denn die Zeit? 90 Minuten? 19. Ach, weil man muss das vielleicht mal erklären, wir haben uns ja so ein grobes 20-Minuten-Zeitfenster gesetzt. Ja? Also da sind wir ja noch dicke. Ja, geht doch eine. So, haben wir jetzt die Frage von Thorben beantwortet? Also ja, das wir war nochmal die Frage. Ist das richtig? Die Frage war auch für uns wegen einem Exklusivtitel. Ach so, ja, natürlich. Würden wir. Haben wir auch der schon. Der Michi alle. Obermeier hätte sich doch damals, hätte er nicht sowieso schon 68 Xbox 360 Systeme seinen eigenen nennen können, wegen Alan Wake bestimmt noch eine gekauft, oder? Ich glaube, er hat sich extra wegen Alan Wake noch eine gekauft. Ja. Die mit dem Alan Wake Faceplate vorne, weil sie ihm nicht gesagt haben, dass man das abnehmen und auf die alte bauen kann. Okay, ja. Aber er hat es nicht bereut. Ich weiß, er ist ja unglaublich Alan Wake. Kommt da eigentlich nochmal was, Alan Wake? Mm-mm. Kommt nichts mehr. Erstmal kommt Quantum Break. Ja. Das kommt eine neue Twin Peaks Staffel. Ja, das stimmt. 3 Folgen. Nee, wie viel? 12. Mit Originalbesetzung.
Nein, glaube ich, oder? Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Doch, oder? Ich glaube, alle spielen wieder mit. Cooper ist dabei auf jeden Fall. Ja. Aber irgendwie ist tot. Ich glaube, Pete ist tot. Ja, Pete ist tot? Pete? Pete wurde gestern noch getwittert hier irgendwas. Mit, nicht der Pete. PewDiePie jetzt mit, bitte? Nee, der die Leiche findet am Anfang. Achso, wusstet ihr übrigens, dass Carter Carlo im Original Pete heißt? Wer? Carter Carlo. Heißt Pete? Ja, Pete? Im Englischen heißt Carter Carlo Pete. Muss man Kingdom Hearts spielen. Carlo aber geiler, ein bisschen. Carter Carlo finde ich auch mega geil, ja. Ja, Kingdom Hearts. Das ist übrigens schlecht, ja. Gell? Der ist tot. Der wurde totgeschlagen, ne? Der wurde in einem Restaurant totgeschlagen. Carter Carlo in der Kneipenschlägerei. Was der, doch, ohne Scheiß. Da muss, geht's blenden. Nino, pass auf, niemand, auch du leugnest immer Carter Carlos Alkoholproblem. Und das kotzt mich an. Der wurde totgeschlagen. Nee, Pete aus Twin Peaks. Der Alte, der mit dieser... Ach so, hat doch diese, ich habe Twin Peaks nie gesehen. Ist das ein Spoiler eigentlich? Was? Oder? Das nie ist gesehen. Ein, das ist schlecht. Ich kann, ist so gut? Kannst dir leihen. Ja, ich das denke natürlich. Ich natürlich. Twin Peaks muss man anschauen, oder wie? Sollte man sehen, ja. Ach so, die erste der Schauspieler? Ja. Ach so. So. Okay. Gut. Schön wieder ins Fettnäpfchen gesetzt. Ja. Aber mit Anlauf. So, hier, Robin Nickisch. Frage für Come On. Was haltet ihr von Cheats? Zum Beispiel Rosebud und Motherload bei den Sims? Ich weiß nicht, was das ist. Was bedeutet das? Ruf mal jemand Jochen Redinger an. Der Jochen, was bedeutet denn Rosebud und Motherload bei den Sims? Alle Waffen bei GTA? Oder Steroide für den Drückeberger. An dieser Stelle Gruß an den Michi. Habt ihr schon mal welche benutzt oder wollt ihr damit nichts zu tun haben? Gruß aus dem Bergischen Land. Toll, von wo man uns überall live schon zuschaut. Also wer jetzt sagt, er hat noch nie Cheats benutzt, der lügt. Doch, also gerade zur Super Nintendo-Zeit. Ja, oben, da ging es ja nicht links, anders. Rechts, A, A, ja, B, düdüm. Ja. Oder damals Duke Nukem 3D, Doom und so weiter, IDKFA, IDDQD. Ja. Jetzt gibt es eigentlich noch wirklich so viele Cheats im Spiel? Ich habe da neulich drüber nachgedacht. So Button-Kombinationen im Hauptmenü und so, ich glaube nicht mehr. Also es gab ja früher, jetzt sind wir halt wieder beim Thema Super Nintendo, aber es gab doch sogar das Mogel-Modul. Ja, Gott, das ja, klar. Spitzenklasse. Und Action, da gab's Replay. Da, ja. Action Replay. Ja, Action Replay. Und dafür gab es ja dann auch so wirklich so dicke Bücher, in denen dann pro Spiel irgendwie 6, 7, 8 Cheats aufgeführt wurden. Ja. Total gut und man konnte plötzlich alles machen. Bei Zelda durch die Wände laufen und bei man war halt überall unbesiegbar oder unsichtbar. Gab es auch für den NES den Game Genie, den hatte ich auch. Da gab es dann immer im Abo quasi so alle 2, 3 Monate wieder kleine Heftchen, weil Internet war halt noch nicht. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Vor allem, was du da teilweise aufheben konntest. Da gab es dann für irgendeinen indizierten Prügelteil Codes, dass du halt den K.O.-Him-Move dann mit einem Tastendruck machen konntest und dir nicht mehr irgendwas merken musstest. Du darfst ja den Spieletitel sagen, oder nicht? Nein, weiß ich nicht. Darf ich? Ja, du darfst ja nicht sagen, dass es Spaß gemacht hat. Dann darfst du den Spieletitel sagen. Ja, das schreckliche Mortal Kombat. Ja. 3. Darf der Mortal Kombat sagen? Ich habe ja keinen Spaß gehabt. Niemand. Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat. Auf jetzt! Ja, Strike! Piep, piep, piep. Nee, ja, und das war Hammer. Also die ganzen Action-Replay-Sachen, wie du das Spiel verändern konntest, war schon echt krass. Aber jetzt hat heutzutage hast du es ja kaum mehr. Also du hast jetzt oft mal so ein Extra-Menü oder bei Turok oder so hattest du jetzt auch noch so eben, oder GoldenEye, die ganzen Rare-Sachen mit großen Köpfen. Dickhead-Mode. Gute alte Big-Head-Mode. Sagtest du Dickhead? Standardfrage von deutschen Spielejournalisten, ist der Big-Head-Mode. Ganz klassisch. Ne? Ja. Ja, aber gibt es ja nicht mehr so oft. Ich glaube, wir haben es alle ausprobiert, aber irgendwann fand ich Cheats dann halt auch einfach langweilig, weil du kannst dann halt alles machen, auch in GTA hast dann irgendwie unendlich Munition. Das finde ich, machst dann halt meist, wenn du durchgespielt hast. Irgendwo. Probierst dann es ein bisschen aus und irgendwann denkst du dir, ja, schön. Aber es hat halt schon seinen Sinn, dass das Spiel grundsätzlich so ist, wie es ist, halt, um es auch in einem bestimmten Schwierigkeitsrahmen einfach irgendwie auch zu halten. Aber so für Just-for-Fun-Sachen ist es natürlich immer witzig, wenn es sowas gibt. Also so Big-Head-Mode fand ich damals auch immer super. Deswegen auch immer meine Frage, ist er Big-Head-Mode? Ja. Ich die bin Frage bei, ist meistens, beim Test von Skyward Sword von Zelda bin ich versehentlich mal ins Debug-Menü gekommen. Also das sind diese Versionen, die wir dann kriegen, sind ja im Zweifel keine Verkaufsversionen, sondern es sind dann halt so spezielle Versionen, die eigentlich schon Vollversionen sind, aber trotzdem halt, ist halt irgendwie anders. So. Und da, ich weiß nicht, ob ihr Skyward Sword gespielt habt, wahrscheinlich wieder nicht, Tobi ja, super. Und du erinnerst dich, da gibt es doch diese Mission 4 oder 68 Mal, wo man diese Tropfen einsammeln muss und da so rumschleichen muss. Wahnsinnig stressig, also vor allem das letzte in dem Skyloft dann. Oh. Und da habe ich dann irgendwie einmal so, habe ich es halt wieder verkackt und habe dann so wütend auf diesen Nunchuck rumgedrückt. So, scheiße! Und dann ging plötzlich dieses Debug-Menü auf. Und das war dann ganz witzig. Ich hatte dann halt plötzlich das perfekte Master-Schwert. Alles, alle Herzen, Münzen voll, alles, ja. Und dann habe ich auch kurz überlegt, ob ich es jetzt so fertig spielen soll, weil dann wäre ich wahrscheinlich in 3 Minuten durch gewesen. Ja. Möchten Sie jetzt abkürzen zum Endgegner? Ja, genau. Oh ja.
Habe ich dann aber nicht gemacht. Aber das ist tatsächlich ganz witzig, wenn man das dann so komplett manipulieren kann. Ja. Plumm auf einmal Riesenschild, plumm Riesenschwert. Geil. Aber es wird dann auch irgendwann langweilig, ja, finde ich jedenfalls. Es ist dann halt so, da fehlt dann die Herausforderung, ja, die so ein Spiel ja grundsätzlich auch irgendwie ausmacht. Ja, zum richtigen Durchspielen finde ich es auch Bullshit. Ja. Also das so alles toll freischalten, so bei, ja, bei, keine Ahnung, früher die Fußballspiele, wo man noch die, ja, Vereine freischalten musste oder so. Da, klar, dass du die mal nehmen kannst dann. Aber so grundsätzlich irgendwie Unbesiegbarkeit oder so. Nee, da spiele ich ein Spiel lieber gleich von Anfang an auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durch. Ja. Oder sogar auf dem Einfachen, wenn ihr sagt, ich will es jetzt einfach spielen. Ja. Also richtig, spielt ihr noch so richtig? Okay, ja. Hardcore schwer? Ja. Machst du noch? Ja, zum Beispiel alle Halos oder, ja, oder alle Call of Duties, immer schön, Veteran Sniper oder Elite legendär. Sniper Elite machst du auch immer, ne? Sniper Elite, Kissen, auch auf realistisch. Und ja, das sind halt so Shooter, ich beiß mich da halt gerne rein. Okay. Und ich werde dann halt auch 38.000 Mal getötet, ja, natürlich, und schrei halt alles dann raus, meinen ganzen, weiß, Hass. Ja. Aber es ist halt so eine, ja, so eine kathartische Säuberung einfach. Ja. Ich freue mich dann einfach immer und danach geht es mir halt richtig gut. Ja. Tobi entsteigt dann immer so einem Schlammbad nach. Und das ist dann auch immer, wenn man dann so ein Level geschafft hat, ist das dann noch die gleiche kindliche Freude, die man damals hatte, wenn man irgendwie ein Spiel durchgespielt hat, ja, ein Level geschafft hatte. Respekt. Und ich glaube, das ist dann auch so die toten Endboss und so. Jetzt hast du es, Drecksau. Ja, genau, noch so 15 Mal draufhauen. Ja, ja, genau, ja, nochmal. Ja, genau. Ja, jetzt, ja, hast, genau, du hier. Ja, cool, also, ja, so bei Shootern steigere ich mich da richtig rein. Mhm. Aber so andere Spiele, nö, muss nicht, gut, sein. Okay. Hab da so meine Du bist ja richtig stinkfaul, Daniel, oder? Nee, also mir gibt es gar nichts, ein Spiel auf besonders schwer zu knacken. Ja. Das gibt mir überhaupt kein Hochgefühl und mich interessiert das auch nicht besonders. Ja. Was ich aber geil finde, ist, wenn ein Spiel quasi in sich, also in der Mission dir quasi so Incentives gibt, probier's doch mal so, dafür gibt's dann extra Punkte, so werde nicht gesehen in dem Level. Ah, ja, ja. Oder so. Dann finde ich das super, wenn ich da direkt quasi die Belohnung so kriege. Aber mir ist es jetzt wurscht, ob ich jetzt ein Assassin's Creed auf leicht oder auf schwer durchgespielt habe. Ja. Gibt es ja bei Assassin's Creed, glaube ich, eh keine Schwierigkeitsgrade, oder? Nee. Keine Ahnung. Du kannst inzwischen so Interface ein bisschen abschalten, was, ja, es dann interessanter macht. Ja. Aber dass ich jetzt sage, nee, ich spiele jetzt das und das Spiel, ja, nur auf schwer, weil nur dann bin ich zufrieden. Das, okay, habe ich nicht. Und natürlich Achievements. Darf man auch nicht vergessen. Auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad immer die höchsten Achievements. Ja, aber das muss ich sagen, die Faszination konnte ich nie so richtig verstehen. Also mal für dann 3 Tage, dachte ich dann auch, das ist ja eigentlich witzig und jetzt fange ich, und okay, ich spiele jetzt dann auch bewusst so, dass ich da irgendwie Trophäen oder Achievements bekomme. Das war aber, ich habe mich dann plötzlich dabei ertappt, dass ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel es war, ich glaube, es war so, witzigerweise sogar Alan Wake, mich dabei ertappt, dass ich, bevor ich eine Mission antrat oder ein neues Kapitel, habe ich erst in die Achievement-Liste geschaut, damit ich ja nichts verpasse, um es dann nicht nochmal machen zu müssen. Mhm. Und wurde dann, glaube ich, bei einer Sache aber gespoilert. Mhm. So irgendwie töte 178 Krähen, ja, oder was. Und da wusste dann, okay, jetzt passiert da. Und dann dachte ich mir, warum denn eigentlich? Totaler Blödsinn. Und nur einmal hat es mich wirklich geflasht bei Final Fantasy 13. Da wollte ich einfach alles haben und das habe ich dann auch geschafft. Und das war dann einmal so, yeah, jetzt habe ich es. 1000 Punkte. Und bei 2, 3 anderen ist es halt automatisch passiert, aber... Ja, die 1000 muss ich dann auch nicht immer haben, aber wenigstens das Achievement für den höchsten Schwierigkeitsgrad. Okay. Und gerade so in Koop-Spielen ist es halt einfach das Geilste, wenn du mit deinem Team halt, ja, den höchsten Schwierigkeitsgrad knackst. Ja, da kann ich es mir aber schon wieder besser vorstellen. So in der Gruppe oder so fände ich es vielleicht lustiger, aber mir dann Abend allein um die Ohren zu schlagen oder ja, die Ja, aber da musst doch du gerade gar nichts sagen. Du spielst doch nur Dark Souls. Ja. Das ist ja nicht schwer. Ja. Ja. Nee, aber ja. Dark Souls, ja. Okay, ich habe jetzt kein Gegenargument. Es ist halt so. Na, aber die anderen Sachen nicht. Also ich stelle es auch, glaube ich, auf normal oder so. Und das war's dann. Und Achievements. Ich sammle nur Sachen ein. Jetzt auch so, nehmen wir mal Assassin's Creed oder auch 150 verschiedene Sachen einsammeln kannst. Wenn mir die dann in-game tatsächlich ein cooles Schwert, einen coolen Schild, einen coolen Anzug oder so bieten, der dann irgendwas bringt. Aber nur dafür, dass ich 150 Federn einsammelt, damit am Schluss ein Achievement, ja, aufploppt, damit dass mein Gamerscore jetzt um 30 erhöht wurde. Nö. Also wenn, dann muss es bei mir irgendwie im Spiel irgendwas sein, dass ich sage, ja gut, das nutzt, kann ich auch nutzen, aber... Der Adrian ist ja da. Wann hat der sich denn reingeschlichen? Hat er Berufsschule? Ich glaube schon 20 Minuten. Ernsthaft? Adrian, ist alles in Ordnung? Ja, hallo. Hallo, haben Sie dich endlich rausgeschmissen jetzt bei der Berufsschule, oder warum bist du da? Ich hab schon aus. Du hast aus? Die jungen Leute. Das ist ja unglaublich. Gut, ich würde sagen, dann beenden wir dieses Kapitel an dieser Stelle und wir haben dann für Come On Part 3 von 3, mhm, noch andere tolle Fragen und legen, um das schon mal so cliffhangermäßig zu droppen, direkt mit einer absoluten Kracherfrage los. Def. Ja, morgen 20.15 Uhr. Nee, gibt es jetzt auch direkt gleich, ne? Ja, gut. Die machen wir doch direkt. Ja.